Schön. 4 Wochen habe ich noch. Ostblock-Vibes gibt es ja auch. In voller Pracht. Da ist eine Strafe. Spieloase. She likes your tea. Jetzt kommt das Brautpaar. Gottverlassenen Autobahn. Zieht nicht. Schlitz ist bekommen, Leute. Wir sind in Budapest, wie man unschwer erkennen kann. Aber es könnte auch irgendwo im Zehnten sein, im Favoriten in Wien. Wir sind vorwiegend out von unserem ersten Wettkampf. Arabella ist heute hier, um einen Wettkampfbikini zu kaufen, da die in Österreich etwas inflationär sind. Und da wir ja am Weg sind zu einer jugoslawischen Hochzeit in Bosnien, Jugoslawien gibt es ja nicht mehr, daher lassen wir das Auto jetzt hier stehen und gehen die ganze Strecke zu Fuß. Ein paar Steps sammeln, weil sonst haben wir keine Aktivität. Was haben wir hier noch? Natürlich komplett vorbereitet in jugoslawischen Koffern. Wir haben sie Supplements. Vorgekochtes, schlitziges Essen. Das esse ich jetzt ein bisschen. Dann ist es ein Powerfood und dann geht jemand vorbei. Doppelt so großen Arme. So, da ist ein schöner Bus. Haben wir etwas Sightseeing betreiben? Wir müssen Steps sammeln. Ne? Wart, wo sind wir jetzt? Das ist Buda und das ist Pest. Da kann man runterblicken zu den Autos. Da sieht man ein paar Sehenswürdigkeiten. So eine massive Sehenswürdigkeit hier. Schöne blaue Donau, aber irgendwie ist sie nicht so blau. Sehr windig, aber angenehme 30 Grad. Bin ich der einzige Schwätz hier? Sind wir schon zwei da? Und wer dankt vom schwarzen Mann? Seitdem wir losgefahren sind, hat jeder von uns mindestens schon 3 Monster verdrückt. Und deswegen müssen wir auch immer so viel Pipi machen. Das ist ziemlich nervig. Vor allem in einer Stadt, wenn man Pipi muss. Nicht so weit. Österreich-Ungarn hat sogar seinen Spar da. Ein bisschen Babka. Kaffee trinken. Wir sind hier bei der angegebenen Adresse. Dann schaut das nicht gerade so vielversprechend aus. Ah, wir sind da eh. Direkt bei der Quelle. Ich dachte, das ist so eine Gogo-Stripper oder so. Aber anscheinend werden wir hier fündig. Schon sehr krass aus. Da gibt es ein paar Bikinis. Preis für dieses Stück sind ungefähr 300. Da glaube ich das Doppelte. Leider nicht erlaubt. Darf man nicht, oder was? Die darf ich nicht haben bei der AfD. Wieso darfst du die nicht nehmen? Also es darf nicht dieses Verbindungsstück sein bei deinem unteren Teil, nur oben. Zur Not gibt es eine zweite Anlaufstelle, die ist aber etwas weiter hinweg. Und der andere hat das definitiv. Ja. Leider wurde es nicht. Erstens, der Bikini ist verboten. Zweitens, der Preis ist 300, 400, aber für den billigsten. Das wäre die zweite Anlaufstelle. 1 Stunde 16 Minuten in 5,5 Kilometer. Da wir ja Sportler sind, schaffen wir das ein bisschen schneller. Logge und laufe gleich. Früher hätte ich mich geärgert, dass wir jetzt 1 Stunde latschen müssen, aber ich bin froh, dass wir ein paar Schritte reinbekommen. Ein bisschen Frostbar gibt es hier auch. Ein wahnsinnig abstraktes Einkaufszentrum und eine Basilika. Interessanter wäre es in die andere Richtung gewesen. Ostblock-Vibes gibt es hier auch. Hat was. Siehst du im Ghetto? Haben wir auch einen Lutz? Gar kein Bikini mehr kaufen. Hier gibt es ein paar Busenhalter, aber sie steht halt nicht auf Pink. Da gibt es eine Emily. Die witzige, schlitzige Kremlkirche. Nur mit Ach und Krach das Navi-Schlagen. Normalerweise kenne ich das nur vom Auto her. Das Navi-Schlagen, da fühlt man sich direkt wie Vin Diesel. Und jetzt fühle ich mich wie Usain Bolt. Wohin uns die Adresse wohl führt? Hier ins Ghetto. Ziemlich langweilig und ruhige Wohngegend. Endlaslut. Wieder ein Spielplatz. Was soll ich denn sonst filmen? Imposant sind die Tore allemal, aber irgendwie schaut das schon etwas creepy aus. Muss ich ein bisschen laufen. Einmal hat man die Kamera draußen und schon verliere ich sie aus den Augen. Aber dafür haben wir die Beine, die schlitzigen Beine. Ganz unscheinbar hier. Showtime Studio. Hier mitten in der Wohngegend. Wir haben es Gott sei Dank geschafft. Hallo. Ah, sehr cool. Badehosenathleten und ein paar Jäsche. Vielleicht werde ich hier auch fündig. Hier gibt es ein paar Badehosen. Schaut nicht mal so schlecht aus. Hier sind ein paar Hosenhalter mit Glitzersteinchen. Die sind auf jeden Fall hier darauf spezialisiert. Also nicht wie das vorige Geschäft. Sie sucht sich mal einen Bikini aus. Ich hätte auch rot gesagt. Es wird anprobiert. Schaut das Ganze mal ohne Farbe aus. Also es schaut ganz witzig aus, aber schaut nicht schlecht aus. Rot, finde ich. Ein bisschen ist es locker noch, ich bin zu dünn geworden. Also zu dünn. Das ist schon XS. Spann mal deinen Quadern her. Du bist etwas fies. Mach mal eine Pose. Und diese Bikini, hey, schaut gut aus. Beschlossen, auch die Badehosen zu testen. Die S. Very nice. Schwarze Hose. Ja, yeah, it fits you very good. It looks good.
it's your turn. Made in Turkey. Was sagst du dazu? Super Farbe. Wenn ich so dastehe. Super. Ich würde nur die nehmen, schwarz-weiß. Obwohl ich so Lauchbeine habe. Schaut sie eben durch das Weiße durch. Schön. Schaut wirklich gut aus. Der Schlitz probiert die andere an. Die ist ein bisschen gelber. Gelb-weiß und schwarz. So, posieren wir. Ehrlich gesagt, sagten die anderen mehr zu. Aber darf ich essen? Ja. Wir haben beschlossen, den Bikini, Posing-Schuhe und deine Mensphysik schwarz zu nehmen. Also ich habe mich doch für schwarz-weiß entschieden. Und ja, das wird eine satte Rechnung. Also der Bikini 400 plus die Schuhe knappe 70 plus meine Shorts 65, also das günstigste von dem Ganzen. Also roundabout über 550 Euro. Dann investiert halt sehr viel Geld, für dass man auf der Bühne stehen darf. Also muss man echt so den Hintern aufreißen, das Geld. Wenn man den Hintern aufreißt, würde man etwas mehr Geld verdienen als auf der Bühne. Jetzt wird das Ganze noch eingepackt und bezahlt. Das ist die Rechnung in Forint für den Bikini. So, jetzt haben wir alles erledigt. Sind ein paar Euronen leichter. Aha. Ja. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr nette Damen, sehr kompetent. Alles Mögliche vorhanden für die Bühne, würde ich sagen. Die wussten sogar von der IMBF Bescheid und haben gesagt, der Bikini geht auch. Und echt? Haben gesagt, wo es nicht geht. Und die kennen jeden Verein besser als ich aus der Westentasche. Na sicher, sie haben halt keine Westentasche angehabt, aber ja, ich habe dafür ein Tanktop an und eine krasse Bauchtasche. Aber das ist jetzt sekundär. Ah, hier! Bye! Ja, wir haben jetzt einen langen Weg zurück, ohne Druck. Das heißt, es wird länger. Es wird länger, ja. Es ist halt sehr uninteressant hier. Der Weg zurück wird genauso uninteressant sein. Geil, gell? Wo müssen wir hin? Banja Luka. Na, es ist sogar mehr, 5 Stunden 19. Geil. Wir kommen also echt sehr wieder. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch zum Sparbratte. Schauen, was die da alles so haben. Zero Fat Burner. Meinst du wirklich das? Auf alle Fälle. Nicht, dass wir sich hier verirren. Wir sind auf Prep. Wir haben uns für das entschieden. Irgendein Elektrolytgetränk. Das Problem ist, wenn man auf Prep ist. Das sieht sogar richtig wild aus. Richtig gut. Wie Blaubeere Minze Shisha. Boah, richtig. Wenn wir schon den Weg zurückgehen, dann gehen wir einen anderen Weg zurück. Zwei Busse. Yes. Für ein Timing. Siehst, da gibt es einen Pennymarkt mit dem alten Logo. Na, schau da her. Budapest hat hier einen Radweg, einen Jogweg, der ziemlich weich ist. Und einen Fußgängerweg. Für die Schwimmer unter euch, hier entlang. Ich merke schon, in Budapest bewegen sich einige Leute. Siehst du, schaut das aus. Du kannst mit den Doggies auch ein bisschen Gacki gehen. Ein bisschen rauffahren. Schon ein nettes Plätzchen hier zu sein. Oh, am Zebrastreifen. Da ist aber nicht gerade viel Zeit, AMK. Der Himmel verdunkelt sich und wir nähern uns der Donau. Hier kannst du ein bisschen abchillen. Schaki, schaki. Wollt mal schauen, was das so kann. Ja. Oh, das hat was. Da ist jemand in seiner Spieloase. Echt cool sowas. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt schalten sich die ganzen Lichter langsam ein hier. Da sieht man wieder ein paar Türmchen. Beleuchtete Türmchen, etwas Römisches oder so. Zäher Verkehr hier, langsam etwas mehr los hier. Es ist ja Friday Night. Siehst du die kurzen, knappen Kleider? Schon eher wie Biften. Jetzt wird es immer mehr und mehr. Nähern uns auch dem Zentrum. Ich meine die Brücke, nicht der Motorradfahrer, meine Freunde. Hier wäre ein McDonald's. Aber dieser Café ist Körperverletzung, meiner Meinung nach. Das ist eine Katastrophe. Hier sind die heutigen TikTok-Boys. Testosteron geladen. Die Arabella verhungert hier. Wir sind hier im Rossmann. So, für morgen nehme ich mir wahrscheinlich so ein Getreidebrei Grieß mit. Was nimmst du denn mit? Ich glaube, das ist kalorienreich. Soko, Reis, Waffeln, Wollmilch. Sehr nice. Da will wir selber zahlen. Wahnsinn. Das ist dahin wegen. Was ist? Ein bisschen ungarisch kannst du ja, du Ungarin, du. Ich kann mir auch so eine Reiswaffel. Dass ich nicht dahin vegetiere. Ich habe einfach 3 davon weggeballert. Schmeckt echt gut. 82 Kalorien pro Stück. Da ist wieder der Mann, etwas beleuchtet. Ich glaube, er hat mich gehört. Gruseliger. Ein paar aufgemotzte Audi-Ringe. Das sollen wahrscheinlich die Olympischen Spiele darstellen. So, jetzt haben wir sich hier hingesetzt für einen Cappuccino und einen doppelten Espresso. Man sieht uns an, dass wir knappe 600 Euro eingekauft haben, oder? Man sieht es an den Säckchen. Gucci-Tasche. Extra.
So, jetzt sind wir am Weg zum Parlamentsgebäude. Und hier sieht man schon, weiß ich nicht, ob ihr das erkennt, Vögel. Die Vögel vögeln da oben. Also sie vögeln herum. Also sie machen das, was Vögel machen. Nicht das, was ihr denkt. Auf jeden Fall fliegen sie und umkreisen das Gebäude. Ein Löwe. Ein schlitziger Löwe. Da hinten gibt es auch noch unbeleuchtete Sehenswürdigkeiten. Hier sieht man die Vögel etwas besser. Schon sehr imposantes Gebäude. Jetzt mal ein bisschen zentriert hier. Das Ganze, wie so richtige Boomer machen wir ein Video-Selfie. Hallo, grüße an die Kids, grüße an Oma, Opa. Gedenkenfest an euch. Grüßt euch. Macht's gut. Macht's es gut, tschüsseli. Wenn ihr das Video seht, das gefreut mich. Haut rein. So, Liegeschlitz sind vollbracht. Schauen wir sich das Gebäude nochmal von der Front an. So, hier noch einmal in voller Pracht das Parlamentsgebäude. Hier noch einmal die andere Seite. Buda. Nicht Budan, sondern Buda. Und Pest. Egal wie imposant das Gebäude ist, wir müssen jetzt zischen. Es ist mittlerweile 9 Uhr und wir haben noch 5 Stunden Fahrt nach Bosnien. Morgen 13 Uhr beginnt die Hochzeit. Wir sind hier wieder auf der Brücke. Hier ganz von der Weite. Das Parlamentsgebäude und die dunkle Donau, wenigstens ist es schwarz. Wir nähern uns dem Auto und das sind überall Parkautomaten und wir haben leider nichts ausgefüllt, fuck. Da ist eine Strafe. Oh, hier ist das schöne Ding. Eine Strafe, schön verpackt, damit sie im Regen auch nicht kaputt wird. 9.100 Florin zu wären 25 Euro und 24.600 wären 61 Euro. Es gibt aber trotzdem mal ein fettes Mehl, zwei Monster zum Runterspülen. Und was hast du da? Dasselbe nur mit Fisolen. Etwas gesünder, etwas grün, ha? Ja gut. Wird etwas besser aussehen für einen Fitness-Typen. Aber wir essen das jetzt mal und dann geht's ab nach Bosnien ins Hotel. 5 Stunden Fahrt circa. Ja, ist nicht so schlimm. Circa 30.000 Steps haben wir jetzt gemacht. Waren ganz fleißig. Bringt sich schon was, wenn man das Auto stehen lässt und nicht alles mit dem Automat umfährt. 467 Kilometer, wir haben 21.33 Uhr. 2.32 Uhr sollten wir im besten Fall ankommen. Ja, so schaut's aus, die Route. Ja, so weit wollen wir nicht raus. Ja, so geht's. So, wir sind hier bei einer Ina Tankstelle. Es ist kurz vor Mitternacht und es gibt das zweite Mehl. Mahlzeit. Jetzt sind wir in Bosnien. Wir haben herzlich mit etwas Regen empfangen. Da ist ein Pilfke. Guckst du dir mal an. Wie geht's dir? Hast du Angst vor ein bisschen Regenwetter? Weiß ich nicht so schlimm. So, wir haben es nun endlich geschafft. Es ist 3.30 Uhr in der Früh. Courtyard bei Marriott. Hier in Banja Luka. Hi. Hallo. Sind wir in der Rezeption in der Aula. So schaut's heute aus. Und ja. Wir sind im 6. Stock. Welches Zimmer? Zimmer Nummer 615. Sehr schön, wie auszuziehen, wie aussehen. Nach dem langen Tag. Jugosackerl. Das sind Jugokoffer. Ach ja. Sehr schön. Oh mein Gott! Gratis Wasser gibt's da. Schönes Bett. Hübsch modern. Cooler Sessel. Retro-Telefon. Ein abstraktes Kunstwerk. Eine Lampe. Ein mysteriöser Schlitz. Ein Vorhang. Und ein Blick auf die Straße. Ein Fernseher. Deine Glastür zum Bad. Nochmal ein Schlitz. Eine Dusche. Schaut ganz fein aus hier. Handtücher. Modern, minimalistisch. Die restlichen Monster haben wir jetzt hier aufgestellt im Kühlschrank. Das waren am Anfang 18 Stück, jetzt sind es nur mehr 8 Stück. Also wir haben 10 Stück getrunken. Es ist 3.30 Uhr, halb 4 und um 13 Uhr startet die Hochzeit. Wir sehen uns dann morgen in der Früh beim Frühstück oder nicht, das kommt drauf an. Bis 11 bitte, das ist schon. Wie lange wir schlafen? Gute Nacht, wir sehen uns in ein paar Sekunden. So, guten Morgen, Leute. Ich verliere etwas Körperfett an meinen Beinen. Ja. Ah! Kommt schon. Also die schlitzigen Beine. Ja, das Wetter ist jetzt in Banja Luka nicht so optimal. Aber Gott sei Dank findet die Hochzeit nicht draußen statt, ja, sondern hier. Genau. Und jetzt gehen wir mal frühstücken oder so, oder? Ja, Proteins. So, bin top gekleidet fürs Frühstücken.
Gehst du mit Hohlkreuz? Ja, ich übe die ganze Zeit. Schau es einfach. Musst du tun, jetzt wirst du immer auf der Bühne. Da wird die Hochzeit wahrscheinlich stattfinden. So schaut es hier aus am Frühstücksbuffet. Da ich hier in der Prep bin, ist es ja auch ein bisschen beschränkt. Hier ist das Frühstück. Drei Eier, 150 Gramm Chicken, 50 Gramm Käse, ein bisschen Greens. Drei Eier, die ich zu Eiweiß bearbeite, also Eiklar und 2000 Tuna. Ja, was hast du? Bisschen von allem. Wenn man kein Eiklar von Prosis hat, dann schaut das so aus. Wirklich Schulprofile AMK. Das Tunkelstoßen gestohlen. So, fertig gefrühstückt, weil es hier so schön ist und wir von Prep sind. Gehen wir natürlich gestiegen, circa 60 Minuten. Müssten wir im Hochzeitssaal sein. Habe ich jetzt noch 15 Minuten getrunken. Hier soll es ein Gym geben. Hier ist, glaube ich, ein Gym. Aber irgendwie komme ich nicht rein. Thank you. So, jetzt sind wir hier. Die Frau ist so nett gewesen und hat mir geöffnet. Hol ich keine Karte. Ja. Das ist das Gym. Kann man ein bisschen Cardio machen. Und ja, massive Kurzhanteln hier. Jetzt tun wir ein paar Steps sammeln am Laufband. So, Liegestütz, Cardio, etwas Krafttraining. Wenn man das sehr Kraft ausdrücken kann. Und Posing erledigt. Was ist da was zu Ende? Jetzt geht's ab in die Dusche. 4 Wochen habe ich noch, damit das Ganze hier weggeht. Badezimmerlicht austesten. Wie schauen wir hier aus? Sieht mir doch scheiße aus. So schauen wir aus. Mit einer zu großen Hose. Die habe ich mit 104 getragen. Ihr seht die Löcher. Ganz eng dran. Ungebügeltes Jackett dazu. Wie schauen wir aus? So schauen wir jetzt aus. Im Anzug, beziehungsweise in der Jeans, die ich mit 104 Kilo getragen habe. Einem Amazon-Sakko und einem weißen Tanktop. Und Indianerschuhe. Mokassins. Ja, der Bella ist ja schon raufgegangen. Ich bin ja wieder mal on time. Aber ja, das ist immer sehr schlitzig. Natürlich mache ich jetzt doch keine Ausnahmen. Es geht auf jetzt mit den Stiegen. So, jetzt bin ich in der Skybar angelangt. Hier die netten Leute, Brillenträger, ganz normale Leute. Genau, Profi-Bodybuilder. Profi-Bodybuilder, nicht Bodybuilder. So wie R2J. Ich bin nicht mal Amateur, nur ich bin etwas schlitziger als du. Das ist richtig. Der Brustumfang ist bei dir doch schon wesentlich größer. Aber das liegt daran, dass ich, seit ich begonnen habe, eigentlich nur noch mit 12 bis 14 Kilo Hanteln Brustpresse. Sehr gut, aber das interessiert ja keine Sau. Ja. Alles hier Profi-Bodybuilder, das ist ein Wahnsinn. Lauter Thomas-Leute hier. Und so schaut die Location aus. Da gibt es lauter Futter. Was zum Saufen. Wo waren wir? Halt einmal. Hier ist ein bisschen Haram-Futter. Burek. Und es ist Zeit aufzuhören, weil er fängt an zu trällern. Es ist so laut, man versteht gar nichts. Aber die Leute können hier rauchen. Das ist in Österreich verboten. Hallo. Wir gehen jetzt mal aufs Klo. Pause machen. Die Ohren brauchen etwas Pause. Mein Latissimus wächst in dieser basslastigen Umgebung nicht. Der Sprüche, der interne Revisor, der schon einen Knacker schon. So, wir haben mal rausgeschaut hier im Regen. Ein cooles Gefährt hier. Und ich glaube, da hinten ist der Bräutigam. Ja. Ruhe vom Sturm, bevor er gefesselt wird. So, zurück ins Gemetzel. Es wird immer lauter. Rede gut zu. Die Spinne. Wir lassen die Spinne leben. Wir sind nicht so. Da ist eine Braut, aber mit Bart. So, jetzt gibt es nochmal Kaffee und etwas Cola Zero. Wir gehen heimlich die Stiegen. Es sind sicherlich über 100 Leute oben und die müssen jetzt alle mit dem Luft fahren und werden sich anstellen. Wir gehen stehen. Na, wie geht's dir mit den Stöckelschuhen? Seitdem ich Fußball
Muss ich auch mal probieren. Bist deppert, meine Ohren haben so einen richtigen Tinnitus. So ein richtiges Pfeifen in den Ohren durch. So ein Arabella macht sich hier so einen Oat-Protein-Shake. Was ist das? Ja, das ist veganes Protein, damit es halt breiiger Oh mein Gott, schmeckt. Vegan. Nein, das ist... Jetzt geht's ab zur Kirche. Es regnet immer noch. Aber ich bin ja nicht aus Zucker. Ich hol mal das Auto. Ein bisschen Feuchtigkeit tut uns ja nicht schlecht, oder? Hier ist die Kirche. Hier stehen schon die ganzen Leute mit Regenschirmen. Und wir haben natürlich keinen Regenschirm. Das ist ja top. Jetzt haben wir sich hier eingepackt. Ganz frech. Vor der Kirche. Ist wahrscheinlich nicht erlaubt, aber ich denke, dass das heute egal ist. Ja, hier ist die Kirche, eine Nebenkirche, ein Tower. Und hier geht's rein. Ohne Regenschirm ist das nicht so wild. Die Trauung hat begonnen. So, wir sind wieder im Auto und ja, wir haben ja keinen Regenschirm, deswegen schauen wir vom Autokäfig zu. Abrate, Banja Luka ist voll entwickelt. Guckst du hier? Springbrunnen, Kreisverkehr und ein Einkaufscenter mit verschiedenen internationalen Marken erst. Wir haben jetzt hier an der Müllhalde geparkt. Da drinnen ist der Veranstaltungssaal. Riecht schon ein bisschen Grillhändler. Strada Ada. Gibt's einen Brunnen? Da sind die ganzen Leute. Irgendwie habe ich da keinen Menschen erkannt. Irgendwie sind die anders als diese Menschen. Sind das überhaupt unsere oder gibt es hier einen anderen Saal? Wir sind so richtig lost, wie immer. Ich hatte also recht, wir waren bei der falschen Partie. Wir hätten uns, also ich hätte mich hingesetzt beim Harz und hätte dort konsumiert. Ja, das passiert uns anscheinend öfters. Auf jeden Fall ist da die Hochzeitsvenue. Und hier kann man reinspringen, falls man eine Abkühlung braucht oder so. Oh, hier sind wir richtig. AMK. Servus. Hallöchen. So schaut sie aus. Jetzt chillige Jazzmusik und später geht wieder die Hütte ab mit Besen im Arschmusik. So, da ist unser Tisch. Jetzt noch ein paar Kügelchen, ein bisschen ein Strauß, ein paar Leute. Und ja, Tische, Musik. Musik ist eigentlich ganz chillig jetzt, oder? Ja, aber leider ist das noch 10 Minuten der Fall und dann kommt die Band. Und dann wieder Besen im Arschmusik, oder? Ja, meine Ohren erholen sich gerade. Da cheatet wer. So, ein Menü auf meine Sprache, ja. Verstehe ich alles. Außer Bifo, ja. So, jetzt habe ich etwas zum Essen bekommen, aber das ist Haram. Da grunzt aus. Ganz schick hier. Ich habe zwei Gabeln, zwei Messer und einen Löffel. Na gut, dann esse ich auch so ein Bällchen. Mit dem Käse und dem Kaimak. Jetzt kommt das Brautpaar. Samarakia für den Wettkampf. Es wird bald dunkel. Wir gehen ein paar Steps, weil unsere Aktivität ist heute sehr quasi low. Beim Lul. Die Gym-Einheit in der Früh ist ja nicht erwähnenswert. Steps sind wahrscheinlich nur 6000. Ich habe doch jetzt 6 Kugelbällchen verdrückt, aber ich habe 1300 Kalorien frei. Die Matschka macht auch ein paar Steps mit uns. Jebem die Matschka. Süßes Gericht, was ist das? Das ist Huhn und Pute mit Curry-Risotto. Echt? Ich hätte nicht mal einen Huhn erkannt, aber cool. Ich dachte, das ist Reis und ein paar Greens. Schmeckt's gut? Super. Na gut. Dann Mahlzeit. So, es gibt ein paar Schnitzel. Käseburek. Schmeckt so gut? Das ist meins, der Opfer. Ein paar Früchte gibt's auch noch. Hier gibt's ein paar Snacks. Jetzt bin ich Andrew Tate. Oder Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. So, jetzt sind wir wieder back at the hotel. Zitter nicht. Bruder, stell dir vor, ich begegne dir um Mitternacht, genau so. Wir waren noch kurz ein paar Steps sammeln hier draußen in Banja Luka. Da ist müde und sehr satt und ja, wir gehen jetzt schlafen und morgen geht's ab nach Budapest wieder, also Weg nach Hause.
bleiben wir da kurz stehen. Wir sehen uns morgen in der Früh. Ich werde jetzt den Vlog nicht beenden. Es geht einfach nahtlos weiter. So, wir sitzen jetzt am Frühstückstisch, frisch und ausgeschlafen. Und es weiter, jetzt immer noch kacke. Und da wir gestern einen Refeed hatten, gibt es halt nur Chicken, Pumpenschinken, eine bisschen Greens und ein bisschen Käse. Und ein paar Marillen oder Pfirsiche. Ja, dann geht's auch nach Budapest. Ja, bis dahin, essen wir mal. So, auf geht's nach Budapest. So, wir sind jetzt im Auto und stellen gerade fest, dass wir 616 Kilometer fahren müssen. Und das über Zagreb. Wenn wir jetzt über Budapest fahren, dauert das Ganze noch ein bisschen länger. Daher fahren wir jetzt los und hier wird jetzt sehen, was passiert. Aber zuerst wird einmal getankt. Das sind hier die Preise. So, jetzt sind wir hier irgendwo auf einer gottverlassenen Grenze. Hier ist kein Schwein. Und auch in den Lastwagen ist niemand drin. Wenn wir hier schon bei so einer Grenze sind, können wir ruhig ein paar Liegestütz machen. Liegestütz erledigt jetzt. Müssen wir irgendwie einen Weg hier rausfinden. Das Navi sieht auch nichts mehr. Irgendwie sind wir hier ziemlich alleine. Aber wie oft hat man die Gelegenheit, mitten auf der Autobahn Liegestütz zu machen? Hier mitten auf der gottverlassenen Autobahn. Kein Schwein da. Nirgendwo. Es ist, als wäre es ausgestorben hier. Irgendwie haben sich da auch Leute verirrt. Aber ja, keine Ahnung, die haben jetzt bei den Liegestütz zugesehen. So, auf einmal wieder Zivilisation. Also, wir sind von dort gekommen und sind jetzt hier. So, hier ist wohl die richtige Grenze, die nicht zu Gott verlassen ist. Stehen wir ein bisschen im Stau. Mein Gefühl sagt mir, wir werden da jetzt nicht entlangfahren. Wir suchen uns eine andere Strecke. Wenn man nicht weiß, wo man ist. Ich liebe es ohne Internet hier. So, jetzt sind wir bei einer anderen Grenze. Hier bei Slavonski. Keine Ahnung, ist mein Brüsch. Whisperei mit Whey. Das macht sich da auch noch eins. Letzter Snack, bevor wir ankommen. Naja, ein Whey werde ich noch trinken. Mit leerem Tank in Thames angekommen. So, nun sind wir zu Hause angelangt. Es ist 0 Uhr irgendetwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch diesen Grießbrei mit Protein Puffies und Whey rein. Leider konnten wir keine Steps sammeln in Budapest. Ich glaube, vorwegs out. Mal sehen. Also, wenn ihr Bock habt, folgt meiner Journey und ja, wir sehen uns im nächsten Video.